Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transport Fever 2 auf der Sweet Asia Map oder beim Projekt Sweet Asia. Heute kümmern wir uns mal ein bisschen, was ist ein bisschen viel, mehr oder weniger, denn es sind genau drei Strecken, an denen wir jetzt bauen werden, oder an denen wir diese Folge bauen werden. Nämlich, wir werden sowohl, oh Gott, welche Strecken sind das jetzt überhaupt? Wir werden, was haben wir denn überhaupt hier? Wir haben hier, was nicht, Raipur? Wir werden Chongqing, Raipur zweigleisig machen. Wir werden Chongqing, Sunyi, was wir hier oben irgendwo sehen, und Raipur, Sunyi werden wir auf zweigleisig umbauen. Das größere Problem, wir müssen natürlich hier nochmal wieder ein bisschen was umändern. Jetzt lass mich überlegen. Gut, hier vom Prinzip her eigentlich nicht. Wobei, vielleicht doch. Hier ist es natürlich auch belastend, weil wir hier so schön nah dran gebaut haben. Und für die Zweigleisigkeit müssten wir halt dann wieder hier auf das andere Gleis gehen. Aber vielleicht kriegen wir das hin, dass wir dann hier vorne diese Kurve ein bisschen umändern. Und gut, hier ist es halt eine lange Schräge, die ja sowieso schon ein bisschen auf Zweigleisigkeit ausgebaut ist. Mehr oder weniger, zumindest hier haben wir noch eine scharfe Kurve. Ich weiß gar nicht, warum ich mich als erstes drum kümmere. Ich glaube, ich kümmere mich als erstes um diesen Abschnitt. Und dann machen wir das mal einfach. Oh Gott. So, damit es auch schön straight rauf geht. Hier wollen wir natürlich am besten möglichst gleichbleibend dort dran liegen. Sprich, wenn man die bestmögliche Kurve 80 ist in Ordnung, das sieht nur belastend aus. Ah Gott. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Ein Signal wurde entfernt, alles klar. Scheint zumindest alles einfacher zu machen. So, wir müssen hier lang uns daran binden und dann hier ran binden. Vielleicht müssen wir noch mal ein bisschen weiter zurück. Halt auf der Ebene bleiben. Volle Brücke. Hier, okay, wunderbar. Wenn das hier passt, wunderbar. Das scheint jetzt gut zu funktionieren, so wollte ich es haben. Dann können wir das Ganze jetzt auch zweigleisig hier komplett durchbauen.
Müssen gleich dann natürlich noch Signale setzen. Selbstverständlich. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Signale gesetzt habe. Ist das total sinnfrei? Aber ich weiß es zwar mittlerweile gerade. Also, jetzt, wo ich drüber nachdenke, weiß ich es wieder, aber. Und dann gehen wir hier wieder rüber. So, dann setzen wir nochmal für diese Linie schon mal Signale, damit wir das schon mal haben. Einmal möchte ich hier ein Signal haben. Gut, das Signal könnten wir dann hier haben. Was wir hier haben. Dann nochmal hier ein doppeltes. Hier eins zum Stoppen, da mal eins zum Stoppen. Das passt. Dann haben wir hier eins. Das macht Sinn für die Rausfahrenden, dann können sie halt dort schon stehen. Sicherheitshalber machen wir einfach hier oben welche drauf, das geht hier ja. Dann haben wir das, oder sollte man das eigentlich hier mehr oder weniger durch haben. Wobei ich mir unsicher bin, warum jetzt. Das können wir mittlerweile mehr oder weniger ignorieren. Weil die müssen ja einfach hier warten. Ein ähnlicher Fall wird es auch bei dem anderen sein, aber darum kümmern wir uns. Hoppala, jetzt vielleicht? Ich weiß es gar nicht. Machen wir das jetzt? Kümmern wir uns um diese hier. Ich glaube, am einfachsten ist noch diese Sache. Sprich, dass wir. Diese Kurve hier so weit verlegen, dass sie hier rauskommt. Das sollte passen. Dann schlängeln wir uns hier auch wieder entlang. Und gehen hier vorne rüber rein. Das war eine enge Kurve, aber gut. Packen wir schon mal das Signal hier hin. Damit wir das schon mal haben. Und dann können wir dieses Ganze hier. Ach Mensch, dann müssen wir gleich wieder. Kriegen wir doch ein bisschen weiter wieder vorher rein. Da wir mit hier arbeiten noch ein bisschen mehr mit Geschwindigkeit. Dann einmal hätte ich gerne hier ein Signal und dort ein Signal, dann hier, oh Gott, welche Seite haben wir denn jetzt hier? Die Seite, ne. Wow. Perfekt erwischt. Zack, einmal hier und einmal hier. Gut, der muss hier warten, das ist richtig und dann passt das. So viel Verkehr werden wir jetzt hier aktuell noch nicht drauf haben. Wie gesagt, diese beiden Signale sind jetzt hier mittlerweile. Also die waren auch schon vorher unnötig, aber die sind jetzt überhaupt nicht hilfreich. Und dann müssen wir uns jetzt nochmal um eine Sache kümmern, nämlich um die andere Linie, bei der wir aufgrund der Straße hier schon rüber müssen. Also vorerst, das alles kann sich ja immer noch komplett ändern. Und vom Prinzip her könnten wir bestimmt auch hier rüber, aber ich weiß nicht, ob wir es können. Wobei, wenn wir das können, dann machen wir es einfach, weil okay, dann müssen wir das Signal höchstwahrscheinlich noch ein bisschen weiter nach hinten setzen.
Nach hier. Eventuell, vielleicht klappt das. Ja, es funktioniert wunderbar. Zack, und dann verlegen wir auch diese Route bis nach Chongqing und schicken dann gleich wieder ein paar mehr Züge hier rauf, damit wir, also ein Zug auf alle Fälle erstmal, deswegen haben wir auch so viel Kohle. Ich habe ein bisschen vorspulen lassen, hätte ich vielleicht auch erwähnen können, weil es halt teuer ist. Die Züge. Und da brauchen wir nochmal hier ein. Und dieses Signal brauchen wir prinzipiell nicht. Hallo, danke. Ich bin am Überlegen. Hier, gut, hier können wir gar keine. Das ist eine normale Weiche. Können wir hier noch eine Doppelkreuzweiche machen? Ja. Macht vom Prinzip her Sinn. So, dann würde ich sagen, lassen wir das Spiel laufen. Taipu New Taipei City brauchen wir nix. Genau. Wo haben wir das? Hier haben wir es. Für Chongqing Raipur. Fahrzeuge verwalten. Da klonen wir den einfach mal. Genau, und schicken den dann auf die Linie. Weil der geht ja schon direkt hier. Okay, Moment, ich habe nur Linienmanager und das gemacht. Der geht direkt aus dem, weil das Zugdepot Raipur ist. Der fährt jetzt wohin? Der fährt jetzt nach Chongqing. Okay. Wo ist eine andere? Der kommt gerade zurück, das passt ja dann perfekt. Da bin ich jetzt mal gespannt. Wenn ich jetzt für Chongqing Sunyi. Nein, das wollte ich nicht. Für Chongqing Sunyi dieses Fahrzeug klone, müsste der ja hier rauskommen, vom Prinzip her. Ja. Und demnach, gut, bei dem anderen ist es jetzt fast wiederum egal. Raipur Sunyi, Fahrzeuge verwalten. Das ist ja schon fast so eine lange Strecke. Die ist ja genauso lang, fast so lang wie. Okay, wir haben jetzt hier auch den Russian Teak Type Class. Von daher passt das ja mehr oder weniger. Ja, dann läuft das jetzt. Wir haben nämlich hier jede Menge Leute, die hier warten. Deswegen müssen wir mal so ein bisschen hochsteppen. Wie wir sehen können, haben wir jetzt nur noch fast 5 Millionen. Also die 10 Millionen im Voraus zu planen, waren schon sinnvoll. Ja. Ich fahre jetzt auch erstmal nach Raipur. Perfekt. Guck, was anderes wird ja keinen Sinn machen. Da muss der auf diese Route. Aber der muss auch auf dieses Gleis, ne? Das wird er hoffentlich tun. Schauen wir uns das Ganze mal einfach kurz hier an. Also muss da hinten warten, weil der geht da den Zug noch für Raipur Sunyi raus losgeschickt haben, aber gut. Aber das ist schon mal gut. Haben wir uns zumindest noch mal wieder ein bisschen um den Personenverkehr gekümmert. Oh, Steigen wird
ganz gut gebraucht, steigen gut Leute ein, deshalb warten da auf den Zug keine mehr, auf den Zug warten jetzt aber alle. Was ich aber auch schön finde bei Transport Fever 2, muss ich jetzt mal da sagen, was mir neulich aufgefallen ist, als ich hier ein bisschen die 10 Millionen rangeschäffelt habe, ranlaufen lassen habe, dass tatsächlich Leute auch ankommen mit, was weiß ich, von New Taipei City aus hier aussteigen und hier rüber gehen und dann mit dem Zug weiterfahren. Das finde ich sehr nice. Das finde ich echt sehr, sehr, sehr nice. Weil ich weiß nicht, ob, so wie ich das beobachten konnte jetzt bei Transport Fever und auch bei Train Fever, war das ja sonst so, dass die Leute hier ausgestiegen sind, in Massen rausgeströmt sind und das war's. Aber schön, dass das jetzt hier läuft. Ich weiß nicht ganz genau. Ich muss mal gucken. Ich verbrauche die mechanischen Teile. Ich bin mir halt echt noch unsicher, wie wir jetzt weiterverfahren. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, welche Strecke wir als nächstes machen sollen. Ob wir jetzt die Personenlinie weitermachen sollen nach Fukuoka oder von Sunyi nach Shenyang oder ob wir uns vielleicht um Brot und so kümmern sollen. Also wir haben ja hier jede Menge Bauernhöfe. Wir haben ja hier sechs Bauernhöfe und eine Lebensmittelfabrik hier. Sprich, wir könnten vom Prinzip her, wenn wir komplett übertreiben wollen, können wir hier sechs verschiedene Linien, die hier hingehen und danach noch was verteilen. Aber so viel Kohle haben wir lange nicht. Wäre auf alle Fälle eine Idee, oder ob wir uns um die Mechanikteile kümmern, wobei für die Mechanikteile brauchen wir halt ein bisschen mehr, also viel, viel mehr. Oder was wir halt auch machen könnten, wir könnten halt eine kleine Öllinie hier machen, die wir jetzt hier schon mehr oder weniger haben, nur halt per Straße, dass wir sie halt versuchen hier so entlang zu schlängeln. Um dann halt den Straßenverkehr so gesehen zu erleichtern oder zu ersetzen, was das betrifft. Da können wir halt auch zwei Linien machen. Einmal hier einen kleinen Bahnsteig, wo was abgeholt wird von dieser Ölquelle und dann einmal von dieser Ölquelle. Das wäre zumindest eine Idee. Also schreibt es in den Kommentaren, ob wir uns um den Güterverkehr oder um den Personenverkehr kümmern sollen. Würde beides halt über Schienen gehen. Ja. Ich schau mal gerade kurz nach. Wir würden demnach dann die höchstwahrscheinlich den Rush, also was ist wahrscheinlich, also wir werden auf jeden Fall dann die mit Sicherheit dann die Russian Class G V einsetzen. Für den Güterzugverkehr, einfach weil das halt so ist. Und ja. Genau, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Macht das gut und bis zum nächsten Mal.